Hallihallo, ihr Lieben. Ich bin Frau Knampf. Eigentlich heiße ich Verena. Und ich möchte euch heute die Korean Beauty Box vorstellen von Beauty Love. Das ist eine Box, in der nur K-Beauty drin ist, also koreanische Beauty. Beauty Love ist ja, ich sag jetzt mal so, die Dachgesellschaft, die die ganzen Beauty Boxen rausbringt, wie Barbara Box, Brigitte Box, InStyle Box, Pink Box, also die Boxenfirma schlechthin. Die Box kostet, glaube ich, reell, wenn man sie ohne Gutschein kauft, 44,95 €. Aber ich habe zugeschlagen, weil Beauty Love Werbung gemacht hat und einen Code rausgebracht hat, nämlich Korean 25, wo es auf die ganzen K-Beauty-Produkte eben 25% Rabatt gibt und eben unter anderem auch auf diese Box. Und die hat mich schon immer mal angelacht, mir war sie einfach nur zu teuer. Und es beinhaltet, und dachte ich einfach, schlag zu, Verena, geil. Dann habe ich sie für ein paar, ja, 30 noch was bekommen. Ich habe sie mir auch gekauft, halt einfach, weil ich generell K-Beauty in mehreren Schritten mal testen will. Diese ganze K-Beauty-Routine besteht ja aus mehreren Steps. Mehreren. Und ich habe daheim jetzt halt nur von Lipoda praktisch Step 1 und 2, also der Cleansing Balm und der Bubble Schaum eben für die Make-up-Entfernung. Die anderen Produkte von ihnen hatte ich nicht, weil ich erstmal das ausprobieren wollte. Und ich bin damit halt sehr, sehr, sehr zufrieden. Hatte zwischendrin auch schon mal andere K-Beauty-Produkte in Boxen oder mir auch aus Wanderpaketen mal rausgenommen, mit denen ich auch sehr zufrieden bin und gewesen war, ja. Und dann dachte ich mir, okay, da ist, soweit ich mich erinnere, glaube ich, ein komplettes 6-Schritte-Programm drin. Aber von verschiedenen Marken, wo du dann einfach nochmal die Marken ausprobieren kannst, unterschiedliche. Und ich werde das dann auch mal als Experiment machen, wo ich wirklich nur diese K-Beauty-Produkte nehmen werde. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich erkläre euch nach dem Video mal, wieso, weil ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen, dass wir erstmal reinschauen. Dabei gelegen war in dem Karton hier noch dieser Flyer und das, also große 15, da ist drauf und es ist herausgegeben von der Tourismusbehörde von Korea, wo halt so ein bisschen Werbung für Korea gemacht wird, also Südkorea natürlich. Und ja, ist ganz interessant. Also Korea wäre definitiv mal ein Reiseziel, was mich interessieren würde, wenn es nur nicht so weit weg wäre. Okay, genug geredet. Dann packen wir sie aus. Deckel runter. Wie jede Box erstmal verschlossen. So. Dann haben wir einmal ein Umfragekärtchen. Ich werde gebeten, bei einer Umfrage mitzumachen. Und hier in dem Editorial sind nochmal alle Produkte aufgezählt, wie viel sie kosten, was sie machen. Und ja, ich denke, dann fangen wir auch mal an. Hier sieht man dann nochmal diese Routine, von der ich schon mal gesprochen habe. Also zum Beispiel Step 1, so die Reinigung auf Ölbasis, eben wie mit diesem Cleansing Balm. Und genau, packen wir doch mal aus. So sieht es aus, wenn nichts drauf liegt. Und es wird verdeckt von zwei Masken. Hier von der Marke ist das I'm in Love. Ich blätter mal schnell im Heftchen, dass ich euch sagen kann, wie viel die auch kosten. Wenn sie drinne steht. Ja, genau. I'm in Love Rose Heart, eine Daily Brightening Pink Mask. Da kostet jeweils eine 4,20 €. Also sind wir hier bei 8,40 €. Die soll, also Deep Moisturizing Cream, einfach ja, Feuchtigkeit spenden. Dann Kryselpapier. Hinfort mit dir.
Hier lacht mich was an, was als Goodie betitelt wird. Es ist ein, ja, was bist du? Steht da schon Korea drauf. Oh, ein Lesezeichen. Oh, das ist schön. So sieht das aus. Aus Metall. Man hört es vielleicht klimpern. Sehr, sehr schön und sehr filigran. Dann haben wir hier von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kika & Care, eine Kika Cream. So sieht die aus. Während ich blätter. Und die kostet 19,26 €. Soll auch die Haut befeuchten. Dann, was finden wir hier? Was bist du? AHA, BHA und PHA 30 Days Miracle Toner. Einen Toner. Das ist ein bisschen staubig hier. Da haben wir ihn. Und nochmal. Wo ist es? Oh, das sieht nach Reis aus. Und zwar Daily Fresh Reis. Das ist von Holika Holika. Ein Cleansing Foam. Bestimmt mit Reismilch oder so. Ich blätter mal schnell, damit ich euch mehr sagen kann. Und zwar. Du stehst aber nicht mit drin. Doch. Die kostet 8,70 €. So, das größte Produkt in der Box ist das hier. Und zwar ein Pore Cleansing Oil. Also das ist der Step 1. Das ist jetzt hier noch verschlossen und ich mache es mal nicht auf. Ich zeige es euch, wie es aussieht. Hier. Und zwar gibt es 3 verschiedene davon. Man musste nämlich angeben, was für ein Hauttyp man ist. Ich habe ölige Haut angegeben. Deswegen habe ich ihr, glaube ich, BHA. Ja. Und die würde drin sein. Ich denke, deswegen ist es auch so dunkelbraun, weil es die dunkelbraune Variante ist, die ich dann habe. Als nächstes ist hier von Snail Bee High Content Essence. Ich zeige es euch erstmal in die Kamera, bis ich hinblätter. Das sieht, wenn man es rausholt, schwarz aus. So. Und das kostet 22,50 €. Was bist du? Ja, ist mit Schneckenschleim. Muss ich nochmal genau nachlesen. Und die Koreaner stehen ja so auf Schneckenschleim. Und ich habe auch von vielen schon gehört, dass Benten, das ist ja die Marke, das mit diesem Schneckenschleim echt gut sein soll. Und da viele auch drauf schwören. Denn was ich auch noch nicht habe, ist hier ein so ein Haarband da oben drumrum, um eben den, ja, um sich nicht nass zu machen. Da steht jetzt in der Tat auch kein Preis drin. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht irgendwie als Goodie mitgewertet werden soll, weil bei dem Lesezeichen stand auch kein Preis drin. Aber das sieht schon sehr schön aus. Ist auch made in Korea. Und dann haben wir noch 2 Sachen vor uns. Einmal ist das hier von Holika Holika. Ein Soothing Gel. Ach nee, es sind 3 Sachen. So sieht das aus. Also wer alle Aloe-Pflanzen noch nicht gesehen hat, das sind die mit diesen fleischigen Blättern, so schauen Aloe-Blätter aus. Die sind, glaube ich, gar nicht angegeben, dass die da mit drin sind. Das sind, glaube ich, einfach nette Beigaben, die noch mit drin sind. Und was bist du, was machst du? Ein Soothing Gel, genau, haben wir gesagt. Sehr schön, das hat mich auf Cosmetic for Less schon immer angelacht in der Plastikverpackung, wo ich gedacht habe, bestellst du dir mal, weil Aloe Vera ist ja auch sehr gut für die Haut. Dann haben wir von
Smooth Egg Skin, ein Peeling Gel auch von Holika Holika. Das hört sich einfach nur lustig an. Schade, dass da nichts draufsteht, außer Smoothing, also außer Peeling Gel, weil hinten ist alles auf Koreanisch. Aber immerhin weiß man, worum es geht. Und als letztes, ebenfalls von Holika Holika, eine Ampulle mit Honig, Propolis Ampulle. Ja. Also so sieht es aus. Es ist, ja, ich schätze mal, wahrscheinlich so ein Serum vielleicht noch mit. Okay, also mehr als ich gedacht habe. Die Proben standen ja nicht mit drauf. Ich freue mich drüber. Also es war keine Überraschungsbox, ne? Keine Mysterybox. Es stand genau drauf, was drin sein wird. Du hast dich nicht überraschen lassen. Und ja, genau. Oh, ich sehe gerade, es gibt 10 Steps, wie es da drin gibt. Ich muss dann nochmal genau lesen, wenn ich dann anfange, es zu benutzen. Denn es war das, wo ich am Anfang noch darauf hingewiesen habe, ich habe jetzt alles da. Ich könnte jetzt sofort damit anfangen, sie auszutesten, mache ich aber nicht. Das liegt nicht daran, dass ich jetzt erstmal das aufbrauchen will, was ich noch in Anwendung habe, sondern ich habe es, glaube ich, in meinem vorherigen Video schon gesagt, dass ich gerade hier austeste, ob ich meine Akne wegbekomme mit Glad Skin. Das hat mir eine Kollegin empfohlen und möchte das halt nicht durch andere Produkte wie vielleicht Cremes, Seren oder was ähnliches beeinflussen. Ich will einfach nur diese Wirkung von diesem Gel sehen, deswegen schminke ich mich auch gerade nochmal, deswegen sieht man hier schön meine Akne, das Einzige, was ich drauf habe, ist Lippenstift. Genau, deswegen warte das noch, ich will dann auch ein extra Video dazu machen, wenn ich hier diese schönen, die K-Beauty-Routine dann mal eine Zeit lang durchgezogen habe, da auch mal ein Video dazu machen, wie es eben geworden ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mal mit reinzuschauen, was in der Box drin ist. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ihr könnt in den Kommentaren mal schreiben, ob ihr K-Beauty schon ausprobiert habt, ob ihr damit Erfahrungen habt, bestimmte Marken, die da dabei waren, ob ihr die mögt. Und dann würde ich mich natürlich auch noch sehr freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst und vielleicht sogar ein Abo. Macht's gut, bis bald, ciao!